Leute, ich bin's Baby Conny und heute spielen wir den Grow Up Simulator. Roblox Victor hat mir diesen Simulator empfohlen, meinte, der ist ganz gut. Ich denke, wir sind Grow Up Simulator, okay. Anscheinend bin ich ein Baby, ich habe hier eine Rasse. Was, wie heißt das Ding? Click for Toys. Oh mein Gott, dann kann ich das Toy haben. Wenn ich hier klicke, okay, dann werde ich größer. Also es ist ein reiner Klicker-Simulator und wir wissen ja, für einen Klicker-Simulator hole ich mir meinen Autoklicker raus. Einen Augenblick. Dings.exe, hier haben wir ihn. Dann drücke ich einfach mal F7 und mal gucken, was passiert. Okay, wir kriegen pro Klick ein paar Toys dazu. Toys können wir insgesamt haben, dann gibt es Coins. Vielleicht können wir die Toys verkaufen, werden wir ja noch sehen. Es ist ein Klicker-Simulator. Das wundert mich tatsächlich echt, weil ich hatte aber das Gefühl, dass Victor und Fuchs Klicker-Simulatoren gar nicht so feiern. Aber okay, der sieht auch wirklich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Die Dinger hier werden halt smooth geshadet, die Formen. Und das, obwohl sie ziemlich wenig eigentliche Vertices haben, was dann dafür sorgt, dass die so eine, ja, so einen fluffigen Look bekommen. Ist auch interessant, kann man so machen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt einfach mal zu Buy und gucke, was wir uns da so überhaupt buyen können. Wenn ich in den Shop gehe, dann kriege ich, kann mir Babyrasseln kaufen, Pacifier, Rubik's Cubes. Oh mein Gott, ich kann mir so viel Zeug kaufen. Und die bringen mir mehr Toys und kosten Coins. Aber wie kommen wir an Coins ran? Wenn ich Sell klicke, dann komme ich direkt zu Sell, hab's verkauft, habe 56 Coins. Und für 56 Coins kann ich mir doch schon noch kein Octopus Squishy Toy, aber einen Rubik's Cube kann ich mir kaufen. Gibt's dann da auch so eine Rubik's Cube Animation? Okay, der ist scheinbar ein Plüsch Rubik's Cube. Okay, auch gut. Die Frage ist, wenn ich... Nee, ich glaube, das hat einen Cooldown. Das hat einen Cooldown. Okay, dann müssen wir hier wohl ein bisschen farmen. Mal gucken, da hinten gibt's auch Max Toys. Ich gehe jetzt schon mal sellen. Oh, ich brauche da wahrscheinlich mehr Capacity. Und wie kriegen wir mehr Capacity dafür rein? Warte, wenn ich hier drin stehen bleibe und die ganze Zeit klicke? Ah, nur wenn ich mich bewege, wird gesellt. Okay, okay, okay. So viel habe ich schon mal verstanden. Wenn ich auf Plus Toys klicke, dann kann ich mir für Robux Game Pässe kaufen. Pets kaufen. Oh mein Gott, ich kann mir für 19.000 Robux so ein Dominus Pet kaufen. Wow. Coins kann ich mir kaufen, Boosts kann ich mir kaufen, aber das sagt mir immer noch nicht, wie viel Toys ich maximal haben kann. Sondern es gibt einen Game Pass, zweimal Luck, Fast Hatch, Head Storage, Coins, Infinite Toys. Infinite Toys wäre der interessante Game Pass für 800 Robux, also günstig ist das jetzt auch wieder nicht. Aber wenn wir hier jetzt auf Toys gehen, kann ich Toys kaufen, DNA. Ah, okay, okay, und mit DNA kann ich dann mehr Toys haben. Und mich interessiert eine möglichst teure DNA. Wir nehmen die Yellow DNA. Jetzt können wir 286 Toys haben und können dementsprechend jetzt erstmal weiter farmen. Okay, das ist also so ein Standard-Klicker-Simulator, wo du wirklich nur klickst. Dann wachsen wir growen up. Da gibt es ein Graveyard. Das kostet mich aber eine Menge Toys, um da reinzugehen. Da hinten sehen wir, es gibt noch andere Welten. Ich kann scheinbar nicht zu denen rüberschwimmen, weil, wie ihr seht, da sind Borders. Wir gucken trotzdem, ob ich rüberschwimmen kann. Weil probieren kostet ja nichts, ne? Autoclick gibt es hier auch. Autoclick. Like game and join group to unlock this. Ach, ich brauche doch keinen Autoclick. Ich muss doch nicht der Gruppe joinen, wenn ich einen Autoclicker installiert habe. Aber ja, man kann hier einfach rüberlaufen über das Wasser und man kann hier einfach runtergucken unter die Map. Aber die haben hier so eine milchige Schicht runtergepackt. Okay. Für 100 N oder für 1000 N, was auch, welche Einheit auch immer N ist, kommen wir zu Spooky. Und ach so, wenn man in der Region ist, kriegt man dann mehr Toys pro Klick. Okay, das macht Sinn. Was wäre denn die nächste Region, die ich mir freikaufen kann? Wahrscheinlich die da in der Mitte, oder? Gucken wir da einfach mal rüber. Und Leute, während ich auf dem Weg bin, das dauert ja ewig, bis ich hier über die Map rübergekommen bin. Bis ich da bin, kann ich euch ja schon mal darauf hinweisen, auf meinem Kanal ist es jetzt möglich, Mitglied zu werden. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet doch gerne Mitglied. Das könnt ihr für 99 Cent schon kaufen. Muss aber wirklich nicht sein. Einfach nur, wenn ihr das Geld übrig habt. Weil ich persönlich, ich bin auch bei keinem anderen YouTuber Mitglied. Ich würde es erst dann machen, wenn ich das Geld dafür übrig hätte. Wenn ich richtig Geld mit YouTube verdiene, mache ich das. Aber das tue ich ja noch gar nicht. Aber dann werde ich wahrscheinlich selbst einmal Mitglied bei Roblox Victor werden. Okay, hier brauche ich 20.000 Toys. 20.000 Toys ist, glaube ich, alles machbar. Ich meine, der Klicker-Simulator ist... Ich finde ihn bisher nicht so anstrengend wie Bubblegum vom Progress her. Ich brauche auf jeden Fall Toys. Basic Eggs, dort kann ich Eggs kaufen. Ich werde jetzt mal hier verkaufen. Jetzt habe ich 400 von den Dingern. Und diese Eggs kosten mich 2.000. Okay, 2.000 für so ein Pet. Die können wir im Hinterkopf behalten. Ich würde sagen, ich brauche aber auf jeden Fall erstmal ein neues Pet. Ein neues Toy. Und ein neues Toy kriegen wir hier. Wie wäre es denn mit... ja, ein Circle Poppet. Das ist zwar irgendwie nur so ein Strich... Achso, hier. So sieht es dann schon besser aus. Oh, ich bin gar kein Baby mehr. Guckt mal, ich trage keinen Strampleranzug mehr. Ich bin so erwachsen, Leute, weil ich jetzt mit Poppets spiele.
Seid ihr auch erwachsen? Spielt ihr auch mit Pop-Its? Ja, dann schreibt's mir in die Kommentare. Yannick schreibt, haha, wie geil. Wahrscheinlich ein Zuschauer, der mir nachgejoint ist. Ist ja auch immer möglich, mir nachzujoinen, indem man meinem Roblox-Profil folgt. Keine Ahnung, was Roblox-Follower bringen, außer diesem komischen... Wie nennt man das? Auf YouTube gibt es ja Subscriber-Awards. Und auf Roblox gibt's sowas auch, aber ich interessiere mich nicht wirklich dafür. Aber naja, ich trage jetzt auf jeden Fall so einen Rucksack von Vans. Mein normales Shirt trage ich. Was trage ich für eine Hose? Meine ganz normale Hose, okay. Also ich bin jetzt scheinbar ein Teenager mit einem coolen Vans-Rucksack. Trage ich den Vans-Rucksack auch normalerweise? Ich glaube nicht, nein. Ich trage den Safe nicht normalerweise, der wurde mir aufgesetzt. Wir tragen aber keine Vans-Rucksäcke. Haben wir hier irgendjemanden, der ungefähr in der Größe von mir ist? Oh, ich kann zählen. Okay, dann zähle ich mal. Aber ich sehe niemanden. Weil das würde mich echt interessieren. Okay, dem Typen wächst dann Bart. Der wurde ihm auf jeden Fall auch angesetzt wegen Grow Up. Ich möchte gerne, dass Yannick oder Heavy Boss einmal aufwachsen, damit ich sehe, ob die auch den Vans-Rucksack bekommen. Conny, genau da steht jemand mit dem Vans-Rucksack. Wie blind kann man nur sein? Naja, weiter mit dem Video. Oder vielleicht ist es auch random, was man so für Accessoires bekommt, wenn man aufwächst. Das wäre nämlich ziemlich cool, wenn die das so random machen würden. Also wenn ich Spiele entwickle, dann versuche ich eigentlich immer bei solchen Variablen ein bisschen random reinzupacken, weil ich das cool finde für ein bisschen Abwechslung. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal verkaufen und dann kann ich mir gleich mal bessere DNA kaufen, weil das geht mir ein bisschen zu schnell voll hier. So, was gibt's denn für weitere DNA? Ich kann mir die Retro-Regular-DNA kaufen, das mache ich dann mal. Jetzt kann ich 4000 Toys zusammenkriegen. Und ich glaube, das Spiel, das hat wirklich gut Progress. Ich meine, wenn ich jetzt schon so in einem 4000er-Bereich bin, dann ist das, glaube ich, gut gebalanced. Ich habe das Gefühl, es geht gut voran. Das ist nicht so wie in diesem Super Slayer-Spiel, das wir gespielt haben. Da hatte ich nicht das Gefühl, es geht voran. Das fand ich richtig blöd. Hier gibt es auch so Leaderboards. Mal gucken. Ich bin leider nicht auf dem Leaderboard drauf. Das ist so traurig. Warum habe ich es nicht geschafft? Top Coins heißt Playtime. Gibt es auch ein... hier gibt es das Leaderboard für den Server. Braucht man ja jetzt auch nicht. Ghetto Faust 2012. So cool. Stell dir vor, du bist Ghetto Faust. Für 10 Trillion Coins geht's zum Candyland. Hier geht's zum Eating Simulator. Das ist dann wahrscheinlich ein anderes Spiel von denselben Entwicklern. Das können wir uns auch mal anschauen. Wenn ihr Bock auf den Eating Simulator habt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich es mir auch nochmal auf die Liste schreiben. Alle Sachen, die auf der Liste stehen, werden irgendwann abgearbeitet. Genauso wie dieses Spiel hier. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gaming World für 2,5 Milliarden. Übrigens, ganz oft sagen Leute, das heißt Billionen und nicht Milliarden. Amerikaner sind dumm. Amerikaner zählen, also alle Menschen auf der Welt zählen gleich. 1000, 10.000, 100.000, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, Milliarden und so weiter. Die Amerikaner machen nach einer Million nicht eine Milliarde, sondern eine Billion, weil die Amerikaner einfach dumm sind. Und deswegen steht hier auch 2,5b für Billion, aber gemeint ist damit eine Milliarde im Deutschen und in allen anderen Sprachen auch, halt nur nicht im Englischen, weil im Englischen wissen die Leute scheinbar nicht, wie man richtig zählt. Aber wie soll man es den Amerikanern verüblichen? Ich meine, die haben ja nicht mal Meter, die rechnen Entfernungen mit Füßen, Inches und Yards aus. Naja. Quintillionen für die Schule, alles klar. Bathroom für 150.000. Das kann man sich auf jeden Fall leisten. Zu den 150.000 kommen wir schon hin. Like the game and favorite, das könnten wir machen, aber sie haben ja nichts versprochen, was ich dafür bekomme. Zum Heaven wollen wir auch noch nicht. Hat sich aber jemand Mühe gegeben, eine hübsche Map zu bauen. Also ich, wenn ihr übrigens mal so ein paar Roblox Studio Tutorials haben wollt, wie man so eine Map baut, vielleicht auch wie man solche 3D Assets im Blender baut, kann ich alles machen. Ich hatte ja vor, ein Tutorial aufzunehmen, wie man so Tools in Roblox Studio erstellt, weil das jemand in die Kommentare geschrieben hat. Das hat sich nur verzögert, weil Roblox down war. Mal gucken, wann ich das noch aufnehmen werde. Vielleicht kommt das Video auch sogar vor diesem Video her, weil ich produziere ja immer eine Weile lang vor, weil ich muss arbeiten und wenn ich arbeite, kann ich keine Videos produzieren. So. Dann gehen wir aber mal wieder zurück, ein bisschen verkaufen, weil ich brauche auf jeden Fall ein neues Toy, weil es geht nicht mehr voran hier. Mit 2.300 geht es doch bestimmt jetzt ein bisschen schneller. Gucken wir mal, was gibt's für Toys. Ich hätte jetzt gerne 2.200, perfekt. Wir holen uns den Golden Fidget Spinner. Ah ne, wir holen uns den Golden Cycle Poppet. Na gut, dann halt noch ein Poppet, wenn die Leute Spaß an Poppets haben. Die bringen mir jetzt 31 pro Klick und das ist dann schon mal ein bisschen mehr. Dadurch können wir schneller farmen, kriegen schneller Geld, alles geil. Leute, und schreibt mir auch mal in die Kommentare, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht, als Roblox down war? Ich meine, für mich war das eine richtig entspannte Zeit. Ich dachte mir so die Woche vorher, oh nee, ich bin das Wochenende über weg. Dann verpasse ich so viele Sachen in Roblox und naja, während ich weg war, war Roblox down. Das heißt, ich habe davon gar nicht viel gehabt, dass Roblox down war. Aber für euch muss das wahrscheinlich viel schlimmer gewesen sein, weil ihr ja wahrscheinlich zu Hause wart. Was habt ihr denn während der Zeit gemacht? Manche Leute haben Minecraft gespielt, aber nicht jeder hat Minecraft, weil Minecraft kostet im Gegensatz zu Roblox ja Geld. Naja, ich trinke jetzt nochmal einen Schluck und würde sagen, ich habe jetzt so lange gequatscht, ich stelle mich jetzt hier in die Cell-Region rein und werde erstmal ein bisschen weiter farmen.
So, ich bin wieder da, hab ein bisschen gefarmt und da schreibt schon jemand, könne, damit ist wahrscheinlich Conny gemeint, darf ich in Pets im Lotto X ein Pet von dir? Bitte. Ich bin gerade gar nicht in Pets im Lotto X, also kann ich da auch gar kein Pet geben. Zu Hause gehe ich raus. Du kannst gerne nochmal fragen, wenn ich in Pets im Lotto X drin bin und da dann mal aufnehme, aber in dem Spiel hier wird daraus nichts. Ich bin gerade gar nicht in Pet Simulator drin, wie du siehst. Aber so ist das Leben. Ihr könnt mir gerne nachjoinen, wenn ich meine Joins anhabe, aber ich kann euch nicht immer Pets geben. Ich habe hier nicht mal Pets. Aber was ich gerade sehe, ich habe genug Coins, um mal ein Egg zu öffnen. Darauf habe ich jetzt mal Bock, mal so ein Egg öffnen. Das wird mir safe was bringen. Triple Egg Hatch möchte ich gar nicht. Aber ich bekomme ein Bär. Kommen. Okay, immerhin. Und ich habe noch genug für ein weiteres Egg, also mache ich das auch. Und das wird... Ja, Mann! Ein Senior-Bär! Den rüste ich mir aus. Wie kann ich das machen? Auf Pets? Dann möchte ich den hier equippen. Kann ich den auch noch equippen? Ja, ich kann beide equippen. Sehr gut. Und wenn ich jetzt einmal klicke, kriege ich 217 pro Klick. Als ob die Pets, die bringen es voll. Okay. Sobald ihr genug Coins zusammen habt für Pets, dann macht das. Oh mein Gott, damit geht es so schnell voran. Ich weiß auch nicht, wie viel Glück ich hatte, dass ich jetzt diesen Senior-Bär gezogen habe. Wie hoch ist denn da die Chance? Was steht denn da? Da steht... Keine Chance, okay. Dann wissen wir nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Aber das ist auf jeden Fall... Warte, Senior Dog oder Senior Bear. Ist das das seltenste, was man ziehen konnte? Das seltenste Pet? Ja, ich habe das seltenste Pet aus dem Eck gezogen. Als ob. Da steht Rare auf blauem Hintergrund, sodass man es gar nicht sehen kann. Wie schlecht ist das denn gemacht? Aber krass, als ob ich den gezogen habe. Aber vielleicht haben die das auch mit Absicht so gerickt, dass man beim zweiten Mal immer den zieht. Wer weiß, ne? Auf jeden Fall bin ich jetzt schon ein gutes Stückchen größer geworden. Und ich muss jetzt auch verkaufen gehen. Genau. Blub. Und von dem Geld, ich habe jetzt schon 100.000 zusammen. Oh, das ist schön. Man macht Progress. Jetzt kaufe ich mir als allererstes neue DNA. 1,7 Millionen kann ich mir noch nicht leisten. Aber hier, so eine Rainbow Regular DNA. Und dann noch Toys, die ich mir leisten kann für 21k. Wie wär's denn mit so einem Pencil-Toy? Bam. So, jetzt mache ich pro Klick 931. Und das macht doch schon viel mehr Spaß. Ich trage jetzt so eine coole Kette, weil ich bin zu cool für die Schule. Ich trage keinen Rucksack mehr, auf meinem Rücken steht Base drauf. Oh mein Gott, ich bin so cool, weil ich jetzt schon so erwachsen bin, schaut mich an. Vor allem in der Kette, ist da was, ist da überhaupt was dran an der Kette? Ah ja, die Kette geht einfach nur in meine Brust rein. Aber es sieht so ein bisschen so aus, als ob ich das Pensive-Gesicht als Kette trage. Das gefällt mir auch. Übrigens, diesen Base-Merch, den kann man sich bei uns in der Roblox-Gruppe kaufen, wenn ihr es haben wollt. Die Preise sind teilweise viel zu teuer, teilweise aber auch ganz günstig, weil die wurden einfach mit einem Zufallsgenerator erzeugt. Also tretet auch gerne unserer Roblox-Gruppe bei. Wenn ihr da was schreibt, sehen wir es nicht. Wenn ihr mal mit uns schreiben wollt, dann kommt lieber auf unseren Roblox-Server. Der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Bei mir ist alles in meiner Videobeschreibung verlinkt. Unser Discord-Server verlinkt, unsere Roblox-Gruppe verlinkt. Und in meiner Videobeschreibung ist auch verlinkt, wie man bei mir Mitglied werden kann. Aber dafür kann man auch einfach unten auf Mitglied werden klicken. Könnt ihr alles gerne machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann lasst es einfach sein. Ist mir auch egal. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar Leute den Merch kaufen, weil unser Ziel ist es ja, schon ein bisschen Robux mit der Gruppe zu verdienen, damit wir vielleicht irgendwann mal ein Robux-Giveaway unter den Gruppenmitgliedern machen können. Da müssen wir nur gucken, inwiefern wir das hinkriegen mit den Roblox-TOS, weil das ist scheinbar nicht so ganz erlaubt, Robux-Giveaways zu machen. Müssen wir einfach mal schauen, wie wir das hinkriegen. Auf jeden Fall habe ich jetzt 600.000 hiervon bekommen. Dafür hole ich mir dann gleich ein besseres Ding. Hier, so ein Laptop-Toy. Ich bin jetzt so cool. Als ob ich jetzt schon einen Bart trage. Der passt mir überhaupt nicht. Oh mein Gott. Und ich krieg 5.000 pro Klick. Oh mein Gott, ich brauche noch bessere DNA. Ich brauche noch bessere DNA, Augenblick. Für 1,7 Millionen kann ich mir nicht leisten, aber für 330. So, Orange Cat DNA. Und damit gehen wir jetzt endlich mal in diese erste Region. Obwohl, die erste Region können wir, glaube ich, skippen, oder? Das geht so schnell voran. Also, man kann hier Sachen skippen. Das ist natürlich... Es fühlt sich cool an, wenn man so viele Sachen skippen kann. Ist aber auch irgendwo ein bisschen traurig. Und hier kriegen wir jetzt pro Klick 26.000 einfach. Okay, wie viel kostet so ein Food Egg? Please, Food Egg? 50.000? Kann ich mir nicht leisten. Okay, wir gucken gleich mal in die nächste Region. Weil hier kriegen wir 26.000 pro Klick, okay. Aber wir können ja auch nach da hinten zu dieser Candy Marshmallow World oder was auch immer das ist. Da gucken wir mal hin, wie schnell wir dort farmen können. Wir merken uns, normal ist 5.000. In der Food World ist 26.000. Und hier an die Toilet Paper ist das. Oder Bathroom. Und hier ist einfach, oh, ich kann es gar nicht lesen, 52.000 pro Klick, alles klar. Und hier gibt es das Bathroom-Egg, das ich dann natürlich gerne öffnen würde. Und das Bathroom-Egg, das kostet mich 100.000 und die 100.000, die holen wir uns jetzt. Die 100.000 holen wir uns jetzt. Obwohl, wir können eigentlich auf Sell gehen. Wir warten einfach mal, bis das hier voll ist, dann sellen wir und dann kaufen wir uns ein paar Bathroom-Eggs für ein paar Poop-Pets. Mein Gott, stell dir vor, er kriegt Poop-Pets. Oh, ist das cool. So, wann habe ich voll? Jetzt habe ich voll. Jetzt können wir verkaufen. Bam, haben 13,4 Millionen und gehen jetzt rüber in die Bathroom-Region. Es gibt auch Go Small. Achso, wenn man zu groß ist, kann man sich einfach wieder Small machen. Macht auch Sinn. Aber wir gehen gleich mal rüber, einfach so viele Sachen zu skippen. Gefällt mir, gefällt mir.
es geht auf jeden Fall voran. Dafür ist es dann aber wahrscheinlich kein Simulator, in dem man viel Zeit verbringt. Wenn man hier nicht viel Zeit verbringt, macht es auch nicht Sinn, viele Robux auszugeben. Bisschen blöd gemacht von den Entwicklern, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis ich in den Bathroom rein darf. Dafür muss ich noch ein paar Mal klicken. Dauert ein bisschen länger, weil ich jetzt nicht in der Food-Region stehe. Aber wir kriegen das schon hin. Und noch ein Klick und ich kann rein. So, jetzt wo ich rein kann, wir merken uns, ich mache 52,6000 pro Klick. Ich höre jetzt mal auf mit dem Klicken und wir öffnen das Bathroom-Egg für 100.000 und kriegen Rare Paper. Ja, Mann. Toilet Paper einfach mit Sachen dran. Triple Hedge kostet was. Okay, dann machen wir Single Hedge. Ist in Ordnung. Senior Paper, das gefällt mir. Ist das nicht schon wieder so ein gutes? Ja, das ist das zweitbeste, das man ziehen kann. Senior Toilet brauche ich. Poop auch gut. Und vor allem diese Soundeffekte. Wenn man Egg zieht. Toilet, das ist gut, das ist gut. Jetzt brauche ich dieselbe nur noch in Senior und dann bin ich glücklich. Paper auch gut. Ich meine, ich habe so viel. Ich kann es mir leisten. Jetzt eigentlich die ganze Zeit Max Toys. Warte, warum habe ich jetzt schon Max Toys? Habe ich die ganze Zeit geklickt oder was? Ging das gerade automatisch weiter? Hä, warum bin ich jetzt schon wieder voll? Wie schnell habe ich gefarmt? War das ein Bug, dass ich jetzt Max Toys habe? Aber egal, wir nehmen jetzt einfach mal diese Senior Pets. Ich gehe erstmal verkaufen, sell. So, wir merken uns, ein Klick bringt mir 5,3000. Ich rüste jetzt die besseren Pads aus. Und zwar Senior Paper und die Toilet. Kann ich noch eine Toilet ausrüsten? Ja, und Poop vielleicht noch? Nee, nur drei Pads. Alles klar. Und jetzt mache ich einen Klick und das bringt mir 39.000. Alles klar. Dann brauche ich auf jeden Fall bessere DNA, aber die kann ich mir auch gleich leisten. Wir gehen einmal in die Region da hinten. Wieder zur Toilettenwelt. Weil ich möchte gucken, wie viel mir so ein Klick dann in der Toilettenwelt bringt. Das ist so krass. Mir macht das Spaß. Endlich mal ein Spiel, in dem ich vorankomme. Und pro Klick kriege ich jetzt 391.000 direkt verkaufen. Alles klar. Okay, jetzt muss ich mir auf jeden Fall bessere DNA kaufen. Weil so kommen wir hier nicht weiter. Direkt die beste DNA kaufen, die man hier kriegt. Direkt das beste Toy kriegen, was man hier kriegt. Ah ne, es gibt weitere Seiten. Oh, na gut. Na gut. Dann geht es natürlich auch ein bisschen weiter hier, ne? 4,23 Millionen, 1,5 Milliarden, 700... Dann nehmen wir uns die Purple Cat DNA. Jetzt bin ich eine lila Katze. Was kann ich mir noch so für Pets holen? Toys. Ich hole mir jetzt so einen Soccerball. Ich werde jetzt ein Fußballstar. Ranks kann ich mir auch kaufen. Bringen die mir was? Damage, HP, Gain und Speed Multiplier mal 2. Okay. Dann hole ich mir auf jeden Fall erstmal so einen Red Noob. Und einen Klick, ich bin wieder voll. Ach, das ist ein Re... Okay, Leute. Das habe ich nicht gewusst, aber Leute, wenn ihr euch so einen Rank kauft, dann ist das ein Rebirth. Das heißt, ich muss wieder von vorne anfangen. Okay, macht Sinn, damit das Spiel weiter Progress hat. Fire Regular. Bisschen rasseln. Och Mensch, ich hätte gern noch die anderen Regionen gesehen. Jetzt habe ich gerebirthed. Aber dafür geht's halt schneller und ich bin selbst auch ein bisschen schneller. Alles in Ordnung. Gut, dann holen wir uns für 20, 30, 50... Für 30.000 erstmal Telefon. So, Telefon, ich bin jetzt schon erwachsen. Wir können sellen. Jetzt habe ich schon eine Million zusammen. Oh, das geht so schnell. Okay, mit den 2 Millionen kaufe ich mir jetzt bessere DNA. Die Yellow Cat DNA. Oh, ich bin fast wieder auf dem Stand, den ich vorhin hatte. Ich meine, ich krieg jetzt einfach schon 18.000 pro Klick wieder. Gehe hier wieder rein, habe 7 Millionen. Für die 7 Millionen kann ich mir jetzt wieder ein besseres Toy kaufen. Und zwar... Ah, Mist, für den Golden Game Controller reicht es nicht. Dann meinetwegen doch einen normalen Game-Controller. Wer braucht die schon in Gold, nicht wahr? Gehen wir hier hin. Und der Rebirth ist wieder zurückgeholt. Und jetzt möchte ich nochmal in die Toilettenregion. Auf jeden Fall, das ist ein Spiel, in dem man gut vorankommt. Das gefällt mir. Aber die ganzen anderen Regionen, die möchte ich mir jetzt nicht unbedingt noch angucken, weil es gibt auf jeden Fall noch viel zu entdecken in dem Spiel. Ich denke auch, dass das ziemlich schnell geht. Aber ihr habt einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen. Wenn ihr das Spiel mal spielen wollt, es ist der Grow-Up-Simulator. Einfach danach suchen auf Roblox, dann findet ihr ihn schon. Ich will immer klicken, aber ich darf nicht mehr, weil ich jetzt schon wieder voll bin. So ein Mist. Ich werde so schnell voll. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!